Herzlich willkommen zurück, liebe YouTube-Freunde, hier auf meinem Channel. Euer Outlaws am Start und ich habe die vierte Folge von Immortals Phoenix Rising mitgebracht. In der letzten Folge wurden wir ja, mit dem, ich sag mal, letzten göttlichen Gegenstand, den Bogen Odysseus, ausgerüstet und sind zum Tempel des Orakels vorangeschritten, wo wir auch auf ja, den jungen Mann getroffen sind, der die ganze Zeit vor uns weggelaufen ist, der uns dann aber auch noch ja, frecherweise bestohlen hat. Und im Tempel haben wir dann einen, ich sag mal, ziemlich ja, benebeltes Orakel vorgefunden. Er saß dort in seinem Weihrauch, der mir wohl nicht ganz so gut getan hat. Auf jeden Fall geht es jetzt hier in dem Tempel weiter, denn der Dieb hat uns natürlich die Armschienen des Herakles wieder zurückgegeben und möchte nun mit uns zusammenarbeiten. Und ja, in dem Tempel geht es weiter, denn hier wartet noch ein Dungeon auf uns, in dem ein wichtiger Gegenstand zu bergen ist. Und da machen wir weiter, jetzt im Game. Da sind wir zurück im Game. Da hinten ist noch die Tür offen, der Weihrauch benebelt hier auch die ganze Halle. Und wir werden jetzt hinabsteigen, so wie es der junge Dieb gesagt hat. Dort ist ein Gegenstand wohl drin in dem Tartaros, welchen wir erst noch bergen müssen. Und nun ist er offen. Und dann ab hinein. Gigant, Levelstufe 1, also ein einfacher Dungeon. Der labyrinthartige Pfad vor ihr schien beängstigend, doch das Licht der Sterne wies Phönix den Weg. Alles klar, das mit den Steinen kennt ihr, das wird auch immer wieder auftauchen, nur werden diese immer, ja, verzwickter. Und hier, das ist ein leichterer Stein, also hier zwei Bronzesteine. Ihr seht, die Platte ist auch nur zur Hälfte angegangen. Das heißt, zwei braucht es hier. Das Symbol war ja ein schweres Symbol. Und hier den etwas leichteren Stein auf die Federplatte. Dann können wir weiter voranschreiten. Jetzt wissen wir, wo Kisten hingehen, um zu sterben. Die können wir aufheben. Die ist leicht. Holzkiste. So, und die können wir leider noch nicht aufheben. Im späteren Verlauf werden wir das auch können. Das heißt, da brauchen wir die entsprechende göttliche Kraft zu. Jawohl. Und weiter geht's. Sind wir mal gespannt, was uns hier dann erwarten wird. Schleudern wir mal zurück. Ausweichen. Ja, so weg, weil rote Angriffe kann man nicht ausweichen. Lock. Fühlt sich dann. Schießen wir zurück. Weg, weg, weg. Nicht ausweichen. Den kann man blocken. Axt einsetzen. Fühlt sich nämlich der blaue Balken, ihr seht's. So, jetzt ist er betäubt. Du hast es weitergebracht als die meisten, Menschlein. Keine Sorge. Bald werde ich dich begrüßen. Seht, die Gegner werden jetzt auch immer stärker. Gut, wir haben natürlich auch einen erhöhten Schwierigkeitsgrad eingestellt im New Game Plus hier. Hallen brauchen wir uns nicht, wir sind voll. Und dann geht's hier weiter. Eine leichte Kiste, zwei leichte Kisten. Kommen wir schon so weit von hier? Jawohl. Dann wollen wir hier drauf ballern. Und damit aktivieren wir eine Plattform. Da ist eine Kiste. Man muss mal wagen. Ich hasse solche Dinge immer. Hier geht es nämlich tief runter. Und es ist echt nur klein, hier drauf zu landen. Oh. Doppelsprung kommen. Alles klar geschafft. Ja, da freut sie sich auch.
einen neuen Helm erhalten. Wenn wir doch gleich mal kurz reinschauen. Den Löwenhelm, der hat 150 Schaden gegen unverwundete Gegner gegeben. Was gibt der? Plus 10% Schaden mit der Axt. Können wir ja mal nehmen. Wir können ihn auch mal sichtbar machen. Passt sogar zum Outfit. Lassen wir mal kurz an den Helm. Den Löwenhelm hatte ich tatsächlich in der letzten Folge ausgeschalten. Bleibst du wo stehen? Die laufen immer ein bisschen weiter noch, die Figuren. Hier müssen wir dann auf die Plattform drüber. Oh! Und die Kiste müssen wir von da drüben rüberholen. Ich sehe nur noch keinen Schalter. Ach doch, da hinten ist er. Alles klar. Also komm mal her. Nehmen wir uns doch. Jawohl. Wunderbest. Haben wir irgendwas vergessen hier noch? Nee, das passt soweit. Da hinten gucken. Ne, alles gut. Da leuchtet nichts mehr. Späteren Dungeons wird es dann noch viel mehr Abzweigungen geben, noch viel mehr Kisten. Es ist ja Level 1 noch hier. Aber hier werden wir schon zu einer etwas größeren Herausforderung kommen. Was haben wir denn hier? Drücken wir erstmal alles. Eine Kugel. Noch eine Kugel. Die rollen wir mal hier rein. Gucken, was da passiert. Was ist los? Okay, Schalter Nummer 1 aktiviert. Und die Kugel muss hier hin. Reinkommen wir nicht. Achso, das müssen wir dann hier mit unserer Kräftearmband müssen wir hier rüberholen. Jawohl. Diese ganzen Sachen werden wir dann später auch in den größeren Dungeons kombinieren müssen. Und da wird es dann echt knifflig, kann ich euch sagen. Und das sieht nicht gut aus. Als Phönix durch die Unterwelt streifte, kreisten ihre Gedanken um ihre Eltern. Waren sie sicher in Argos? Waren sie auch versteinert worden? Phönix verspürte das starke Bedürfnis. Plötzlich ein Riesenmonster. Er unterbricht einfach die Geschichte. Es war gigantopisch, doch Phönix lacht. Der Zeus, ey. Komm zu Mama, Kleine. Nein! Du willst also tanzen, ja? Bist du süß? Das süße kleine Monster war ganz verspielt. Genau, was Phönix brauchte, um sich von ihren Sorgen abzulenken. Es war ein Geschenk des Olymp, das sie für immer in ihr verletzliches und doch immer größer werdendes Herz schließen würde. Na gut, wie du willst. Aber wenn ich kotzen muss, bist du schuld. Phönix war bereit, sich dem Monster zu stellen. Alles klar. Es griff an. Aber nein, wir können ja noch nicht ausweichen in der Luft. Auch das müssen wir später erlernen. Dann werden wir ihn erstmal hier versuchen mit den Steinen. Ihr seht die blaue Anzeige unter der roten. Das ist die Betäubungsanzeige. Und weg, weg. Damit wir ihn noch vernünftig angreifen können. Oh, zu früh losgelassen, verdammt. Aber mit einem kleinen Steinchen geht's auch. So. Wir werden einen Pilz nehmen. Komm, nimm einen Pilz. So, damit wir ein bisschen Ausdauer wieder regenerieren. Ihr seht, mit den Schlägen geht's auch, aber so können wir ihn besser angreifen. Ich dachte, ich wäre weg. Und weg, weg! Na komm. Stein hier. Oh, heilen, ja, das werden wir auch tun. Erstmal einen Apfel nehmen. Meine Herren. Keine Ausdauer mehr. Pilzchen reinnehmen. Willst du hin? Na komm, wirf das Ding. Ja. So, mein Lieber. Das war's.
Komm mal ein bisschen nach der Axt hier. Ich bin fast da, Menschlein. Wir haben so vieles zu bereden. Wer oder was du auch bist, du machst mir keine Angst. Ersten Boss sozusagen hier belegt. Gelegt, meine ich. Und werden wir mal den Gegenstand bergen, welchen der Dieb uns aufgetragen hat, zu besorgen. Moment. Als der Dieb Aiolos Krug sagte, dachte ich an einen Krug mit dem Gott der Winde darauf, nicht mit dem Gott der Winde darin. Wie soll denn Wind in ein so kleines Gefäß passen? Das ist unmöglich. Ja, Krug des Aiolos, den haben wir auf jeden Fall besorgt. So versteckt. Dann werden wir uns erstmal wieder so einen schönen Zeusblitz vereinleiben. Macht ihr uns ein Saugen. Oh, 11 Stück haben wir schon, das sieht gut aus. Damit können wir nämlich unsere Ausdauer dann, wenn wir es mal irgendwann schaffen, zu einer Schmiede abzugraden. Oh, da war ein Diamant. Die sind aber auch schwer zu bekommen. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn jemals in einer Folge in so einer Zwischensequenz schon mal einen gefangen habe. Auch das sind ja Crafting-Materialien, die man braucht. So, dann werden wir mal schauen. Wo geht's denn jetzt hier weiter? 160 Meter. Sprinten wir mal ein wenig. Am oberen Ende des Turms des Observatoriums konnte Phoenix die Armillarsphäre sehen. Armillaris Sphari, was? Sie zeigt den Orbit der Planeten und... Ach, weißt du was? Vergiss es. Komm mal her, hier. Einmal noch, dann haben wir dich doch. Die Viecher sind nämlich ganz bescheiden. Jetzt haben wir sogar 2 Stück schon davon in der Luft. Gewichen. Wir können die natürlich auch abwerfen, wenn wir sie treffen. Jawohl, den haben wir gleich mal getroffen. Da kommt her. So. Erledigt. Und auf geht's. Ins Observatorium, zum Tempel. Als Phoenix ihre Reise fortsetzte, fragte sie sich, ob die Sterne eines Tages auch ihre Geschichte erzählen würden. Hermes meint immer, die Sterne erzählen Geschichten. Aber ich verstehe es nicht. Fast als könnte ich nicht lesen. Warum überrascht mich das nicht? Dann muss ich das hier wohl lösen, um an das fliegende Flügelstück zu kommen. Du kannst die Sterne nicht lösen. Die Sterne lösen dich. Zumindest hat mir das eine Seherin namens Clea mal erzählt. Ich verrate dir nicht, was danach geschah, aber die Sterne leuchteten hell. Sie klaute dein Geld. Das hat sie, ja. Aber dafür verwandelte ich sie in eine Beere. Alles in allem ein guter Abend. Okay, hier wartet also ein weiteres Rätsel auf uns, damit wir hier unsere Flügel upgraden können. Die sind nämlich ja noch
nicht ganz vervollständigt. Wir können ja noch nicht fliegen und gleiten. Wir können ja zurzeit nur den Doppelsprung machen. Dann werden wir mal hier die einzelnen Perlen zusammensammeln. Und nach diesem Sternbild das Ganze zusammenbasteln, damit wir hier rankommen. So, die werden wir uns jetzt hier einfach rausziehen. War hier noch irgendwas drin? Nee. Ein Schalter war hier noch drin. Okay, der macht nur die ganzen Türen auf und zu. Hier ist auch noch ein Schalter. Was macht der? Auch genau die Tür. Okay, dann ziehen wir uns die Perle hier raus. Auf geht's. Die soll hier hin. Vorletzter Platz. Zwei Stück brauchen wir noch. Die Frage ist dann immer, wo findet man die? Hier irgendwo in dem Bereich müssen welche sein. Hier ist... Ah ja. Da seht ihr auch, ist noch eine Fackel verschlossen. Hier stellen wir uns drauf. Hier muss also eine Person drauf. Dann ist die Fackel frei. Das haben wir gelernt. Den Pfeil entzünden mit Apollos Pfeil. Zack. Und auf geht's. Und auch diese Sternbilder werden, oder diese Kugelrätsel, Perlenrätsel werden natürlich dann immer größer. Eine fehlt uns noch. Schauen wir mal hier, haben wir hier irgendwas vergessen hier unten? Nein. Wo ist das letzte Perlenstück? Oh, da leuchtet's. Wie kommen wir da rein? Die Wand ist brüchig. Jawohl. Ob es einen Weg gibt, sie zu durchbrechen? Gibt es. Dann haben wir hier aber... Kann man das schieben? Ah, das war noch recht einfach. Wir können den einfach reindrücken. Ich habe gedacht, hier müssen wir vielleicht auch... schon am Anfang ein bisschen Rätsel von der anderen Seite rankommen oder irgendeinen Schalter noch betätigen und so weiter und so fort. Dann werden wir mal die letzte Perle hier einsetzen. Jawohl. Schauen mal, was wir als Belohnung bekommen. Natürlich die Charon-Münzen. Unsere Flügel. Hm. Willkommen auf der Goldinsel. In Erinnerung an meinen größten Erfolg und meine größte Niederlage. Mögen die Götter mein Opfer annehmen. Möge ich dich wiedersehen. Ikaros. Das sind die Schwingen des Daedalus. Er muss auch alles hier erbaut haben. Die Tempel und so. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie es ist, so seinen Sohn zu verlieren. Ich habe das Flügelstück und Aiolos Krug aus dem Tartaros. Nun muss ich diesen Fremden beim Observatorium finden. Was? Ich habe Ikaros nicht getötet, sondern Daedalos Fehlkonstruktion. Und wo ist Daedalos jetzt? Verstehe. Schweigen. Ich bin sicher, Phoenix findet es heraus. Irgendwann. Ja, das werden wir. Und wir neigen uns auch dem Ende des Videos zu. Es passt eigentlich ganz gut. Oh, hier ist noch eine Kiste. Machen wir natürlich erstmal noch auf. Neue Brustplatte. Neue Ausrüstung, Gegenstand. Neue Rüstung. Schauen wir mal, was er zu sagen hat. Ich dachte, du wolltest etwas vorbereiten. Ja, und zwar mich auf deine Rückkehr. Hast du die Flügel? Ja. Bitte. Nicht so gut wie neu, aber was ist das schon? Etwas Neues? Du hast den Krug, oder? Mach dich bereit, ihn zu öffnen. Was ist das? Dieb! Dachtest du, du könntest entkommen? Du hast dieses Ding da bestohlen? Wie gesagt, ich habe ein Problem. Erbärmlicher Laufbursche! Du verdienst die Krone nicht, die man dir gab. Wir vernichten dich, Typhon! So wie damals! Wir?
Es gibt kein Wir. Schon lang nicht mehr. Phoenix! Jetzt! Öffne deine Flügel! Es geht nicht! Jetzt hab ich dich! Du kannst dich nicht ewig verstecken! Gut, wir müssen uns in Sicherheit bringen. Wer war dieses Monster? Typhon. Nicht der Typhon. Oh, du hast ja keine Ahnung. Wir müssen zur Halle der Götter. Dort können wir reden. Bereit zum Fliegen? Das waren die Flügel von Daedalus. Der Daedalus, der große Erfinder. Und? Sie haben nicht funktioniert. Sein Sohn ist gestorben. Keine Sorge. Flieg einfach nicht zu nah an Helios ran. Und wenn's Turbulenzen gibt, geh nicht auf die Toilette. Dann schaffst du es problemlos bis auf die Hauptinsel. Nehme ich an. Erst hast du mich beklaut und nun rettest du mich. Wieso? Den Großteil der Prophezeiung dieses Orakels habe ich nicht mitbekommen. Aber wenn der Rest davon stimmt, dann bedeutet kühn in die Höhe, dass nur du, Typhon, daran hindern kannst, die Welt neu zu erschaffen. Wir wissen nicht mal, ob es da um mich geht. Als jemand, der immer zu allen helfen will, solltest du vielleicht hin und wieder Selbsthilfe annehmen. Wovon redest du denn? Bei den Mäuren. Wie soll dir der geflügelte Bote denn helfen, wenn du ihn nicht lässt? Der geflügelte Bote? Moment mal. Geflügelter Bote? Oh nein! Du bist... Hermes, ich liebe Halbwahrheiten, Streiche und lange Spaziergänge am Strand. Können wir jetzt bitte los? Die anderen Götter brauchen unsere Hilfe. Andere Götter? Soll das heißen, all die Geschichten sind wahr? Irgendwas stimmt nicht mit deinem Gesicht. Dir fällt dauernd die Kinnlade runter. Und jetzt flieg zur Goldinsel. Wir treffen uns in der Halle der Götter. Ich erwarte dich dort. Mit diesen Worten verschwand Hermes. Phoenix blickte über das schmale Band der See, hinter dem sich die Berge und Täler der Goldinsel abzeichneten. Der lange und steinige Weg zu ihrem wahren Schicksal lag vor ihr. Warte! Das war nur der Prolog? Wie kann es so lange dauern, eine Geschichte anzufangen? Da war ja Odysseus schneller zu Hause. Sie wird gleich springen. Sei still und hör zu. Einfach herrlich erzählt. Und ja, tatsächlich hat es 4 Folgen gebraucht. Und wir werden jetzt hier in diese riesengroße, schöne Open World reinstarten. Durch den Windkrug haben wir auch den ganzen Nebel, ihr seht es hier, ja, weggetrieben und Typhon zurück in seine kleine Burg zurückgewiesen. Und jetzt schaut euch das an, also da wird uns einiges erwarten. Wir machen hier Ende und schaltet wieder ein zur 5. Folge, wenn wir uns wiedersehen in der Halle der Götter. Und da geht's dann weiter. In diesem Sinne, macht's gut, euer Utler. Ha!